Herzlich willkommen zum WM-Vorschau-Special von Shortleg, die nunmehr dritte Ausgabe. Ihr könnt den Podcast weiterhin hören auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor, Apple Podcast und vielen weiteren Seiten. Alle Infos findet ihr weiterhin auf www.daten.de/shortleg. Gerne abonnieren, bewerten. Wir freuen uns da über jede Rückmeldung. Ja, die WM steht vor der Tür und da müssen wir natürlich drüber reden. Und das machen wir heute tatsächlich nicht zu dritt. Wir haben heute das Budget, und da bin ich sehr stolz drauf, nochmal aufgestockt und einen Special Guest eingeladen. Trotzdem werde ich, mein Fanboom, heute die Sendung wieder moderieren. Und neben mir mein geschätzter Daten.de-Kollege Kevin Barth. Hallo Kevin. Hallo Marvin, servus. Und natürlich der Namensgeber dieser Sendung, Thomas Shorty Seiler, auch mit dabei. Hi Shorty. Moin Moin alle zusammen. Ja, und unser Special Guest, ein Mann, ein PDC-WM-affiner Mann. Letztes Jahr mit mir noch am Dartboard harte Fights ausgetragen und dieses Jahr leider nicht vor Ort, deswegen wahrscheinlich der ernährungstechnisch beste Dezember seit langem. Die Rede ist natürlich von Sascha Bandermann. Hi Sascha. Ja, grüßt euch, hallo, freue mich. Hallo Sascha. Ja, schön, dass wir heute hier zu viel zusammen sind. Die PDC-WM ist noch 2 Tage entfernt. Ja, und da reden wir natürlich heute drüber. Kurzer Plan heute für die Sendung. Wir reden natürlich über den Draw, über die WM generell und ein paar Upsets. Und natürlich werden wir am Ende auch noch die WM-Tipps der Gäste hier auseinandernehmen. Zunächst mal die Frage, Sascha, du warst jetzt ja jahrelang vor Ort, kennst dich im Alley-Pally bestens aus und warst auch schon in vielen Hallen dieser Welt, in anderen Sportarten. Was macht mal die WM für dich so speziell und was ist der Alley Pally für dich speziell? Also erstmal muss ich ganz klar vorneweg schon mal sagen, ich weiß jetzt schon, dass ich den Alley Pally extrem vermissen werde. Ja, nach, ich glaube, 6 Jahren jetzt am Stück, da nicht mehr aufzulaufen und nicht mehr zu wissen, ich muss jetzt dahin fliegen. Ich fliege vielleicht trotzdem hin, aber nur aus privaten Gründen, das ist aber ein anderes Thema. Aber es ist einfach das absolute Highlight gewesen immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei vielen, vielen Sportarten so übers Jahr habe ich mich immer am meisten auf das Ende des Jahres gefreut, auf die WM und auf den Abflug nach London. Bei aller Verrücktheit, der Alley Pally hat einfach nochmal so dieses besondere Etwas. Da kannst du auch übers Jahr bei 1000 Darts-Events gewesen sein. Wenn du da aufläufst, kribbelt es nochmal eine Ecke mehr. Ich glaube, das geht irgendwie jedem Reporter so, das geht aber jedem Spieler auch so und vermutlich auch jedem Fan, hoffe ich zumindest. Und deshalb ist es immer noch mit Abstand das ultimative Turnier im Jahr. Shorty, du warst 2014 auch im Alley Pally mit dabei. Wie war das für dich? Welche Erfahrungen hast du, bleiben bei dir noch in Erinnerung aus dem Alexander Palace? Also erstmal eine großartige Sportstätte. Das hat genau die richtige Größe, genau die richtige Intensität an Fandichte. Es sind Gesänge, die einen mitreißen. Es ist ein absolut packendes Schauspiel von Hochleistungssportart auf dem Kontaktwege sind kurz vom Star zum Fan. Es ist einfach eine sehr, sehr coole, gewaltlose, ruhige Veranstaltung, die einen riesigen Zulauf hat an interessierten Zuschauern, die einfach mal Bock haben, aus sich rauszugehen, mal verrückt zu sein und Hochleistungssport mit Leuten, mit denen man sich identifizieren kann, sich anzutun. Und das wird in England schon so lange gelebt, dass es im Alley Pally jetzt die Krönung eigentlich gefunden hat. Ich finde auch, sie sollten da dringend bleiben, nicht vergrößern, nicht verkleinern, weil diese Atmosphäre, dieses Ding hat also wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, in meinen Augen, an Gefühl. Gefühlswelten, die du dadurch lebst, durch den Alley Pally. Ich hatte ja noch das Glück, auch bei der ersten WM im Purfleet da im Circus Tavern dabei zu sein. Und da war die Decke 2,45 Meter hochgefühlt. Das waren 2000 Leute drin auf 100 Quadratmeter. Also wenn da einer geschrien hat, dann ist sie das Trommelfell gleich mitgeplatzt. Und das Öfteren. Das war also echte Randale und Schwerstarbeit. Und da ist der Alley Pally jetzt von der Größe, von der Großzügigkeit mit der größten Bühne und alle Wellen, ist das eine absolute Top-Aufwertung. Und rühmt sich ja echt jeder Beliebtheit. Geht, wird ja immer steiler. Also ganz, ganz, ganz großartige Gefühle, auch als Spieler, das mal mitzuerleben. Das zweimal dann machen zu dürfen, war großartig. Kevin, man merkt das auch. Du warst ja schon öfter vor Ort. Ich war letztes Jahr auch als Journalist zum ersten Mal länger da.
das merkt man auch, die WM hat irgendwie was Spezielles einfach, wenn man da ist, man merkt einfach, es ist das Highlight des Jahres. Ja, du gehst, also du fährst mit dem Bus diesen Hügel hoch und dann steigst du aus und dann gehst du da die Treppen hoch und es hat vielleicht schon auch so einen eigenen Geruch, ja, wenn du da in diesen Pressebereich kommst, wo da diese Palmen auch stehen, dieser Palmcourt und die Halle, wenn du dort bist, wenn die Engländer anfangen zu singen, das spürst du körperlich, ja, das ist großartig und dann einfach schreibt eine WM ja auch immer wieder ihre eigenen fantastischen Geschichten. Kevin Münch, der vor 2 Jahren Adrian Lewis eliminiert hat und andere großartige Dinge, die da eben in dieser Zeit dann immer wieder passieren und es ist einfach Ausnahmezustand, ja, weil du halt dann einfach alles versuchst aufzusaugen. Es ist irgendwie auch Stress pur von morgens bis abends und wenn du nach Hause kommst, dann merkst du, dass der Akku ordentlich leer ist, aber es hat sich dann auch jedes Mal gelohnt, möchte ich sagen. Ja, denke, da sind wir uns alle einig, dass der Eli Pelli besonders ist und vor allen Dingen letztes Jahr gab es ja sehr viele Überraschungen. Also die WM ist oftmals auch eine Weltmeisterschaft der Überraschung. Letztes Jahr Nathan Aspinall im Halbfinale, gut, das hat er dieses Jahr natürlich bestätigt, dass das ja kein One-Hit-Wonder war. Aber Jamie Lewis war die letzten Jahre ja oft sehr weit gekommen, der dieses Jahr zum Beispiel gar nicht dabei ist. Was erwartet ihr denn generell für die WM 2020? Welche Upset-Spieler seht ihr, was glaubt ihr, wird es wieder eine WM der Überraschung geben? Also wenn ich das einschätzen müsste, würde ich sagen, muss es auch geben. Also ich freue mich extrem auf Upsets, weil das macht die WM ja auch aus. Ne? Also dass du immer mal Matches hast, an die du jetzt noch gar nicht denkst, an die wir alle vielleicht jetzt noch gar nicht denken, die so einen Verlauf nehmen werden, dass du komplett überrascht bist. Und das, finde ich, ist eben auch was diese WM immer auszeichnet, weil eben auch diese Spieler, die vermeintlichen Favoriten, nicht wissen, dass es jetzt nicht irgendwie morgen das nächste Turnier gibt und ja, okay, dann spiele ich halt noch ein Players Championships. Das ist alles egal, weil dieses Ding gibt es halt nur einmal und da wird jeder auch von der Anspannung eine ganz andere haben als sonst und deshalb hast du eben diese Upsets ab und zu auch. Du hast eben, ja, wie immer natürlich auch manchmal vielleicht das kurze Format in den ersten Runden, wo der ein oder andere vielleicht auch mal denkt, oh scheiße, wenn es jetzt am Anfang bei mir nicht so läuft, dann habe ich schon ein bisschen Pressure. Und ich glaube, wir werden 2 bis 3 Spieler im Fokus haben, über die wir jetzt noch gar nicht sprechen. Okay, ich werf gerne immer ein paar Namen in den Raum, wenn ich mir das gerne so im Vorhinein angucke. Also Gabriel Clemens in meinen Augen könnte das werden. Dann haben wir aber auch so Leute wie Noel Malikdem von den Philippinen, wo viele sagen, der könnte jetzt bei dieser WM einen Durchbruch haben. José de Sousa. Dann müsste aber dann Robbie John schlagen. Ja, das wäre dann so. Robbie ist relativ unkonstant momentan unterwegs. Allerdings, also ich sehe es durchaus, ne, wenn wir nach Namen suchen, dann ist Malikdem auch einer, genauso wie José de Sousa aus Portugal oder Damon Hatter aus, ist es ein Neuseeländer oder ein Australier? Das ist jetzt natürlich schwach von mir, aber es ist ein Australier. Also wenn ich ein paar Namen nennen muss, dann sind das die ersten, die mir einfallen. Aber es kann natürlich auch sein, wie letztes Jahr, wo dann ein Ryan Searle, ein Ryan Joyce, ein Luke Humphries, das waren ja alles Spieler, die du nicht in der Art auf dem Zettel hattest, wie sie denn da durchgekommen sind. Und Joyce und Searle konnten das ja auch gar nicht bestätigen. Es gibt ja Leute, die sagen, dass für diese Ungesetzten es ein Vorteil wäre, dass sie ein Spiel mehr machen, dass sie also bevor sie auf einen Gesetzten treffen, bereits schon mal auf dieser Bühne gestanden sind. Aber damit müssen die Gesetzten dann halt auch umgehen können. Also das jetzt als Nachteil für die Gesetzten zu sehen, da bin ich jetzt nicht dabei. Ja, ich glaube, das ist eher gar kein Vorteil, oder? Also ich meine, das sind ja Jungs, die so wenig Bühnenerfahrung auf diesem Niveau zum Teil haben, dass es, glaube ich, nie ein Vorteil ist, nur weil du einmal schon mal drauf gespielt hast. Ja klar, du wirst ein bisschen ruhiger, vielleicht auch noch, wenn du es am gleichen Tag wieder spielst, aber der Unterschied ist so groß zu einem gesetzten Spieler mit der Erfahrung, also da, glaube ich, hilft dir jetzt dieses eine Bühnenspiel dann auch nicht so dramatisch weiter. Ja.
Nein, es muss schon viel zusammenpassen, definitiv. Es muss schon eine schlechte Grundleistung von dem topgesetzten Spieler vorliegen und du musst an dein Leistungslimit kommen oder drüber hinweggehen, um das alles emotional zu verpacken, was da auf dich einkracht, wenn du auf diese Bühne marschierst. Du kannst noch so gerne eine coole Socke sein, das wird dich emotional einfach irgendwann packen. Und worauf ich am meisten Bock habe, sind auf die großen, großen gehypten Namen und dann auf die Dramen, wie sie dann sich gegenseitig aus der WM verabschieden. Ob es nun wieder so ein Comeback-Wonder gibt oder ob da nun einer vor der Ziellinie es nicht mehr dann schafft, diesen entscheidenden letzte Leg zu gewinnen und noch das ganze Set und das Spiel verliert. Also das wird wieder eine bunte Mischung an tausend verschiedenen Wurfstilen, Ambitionen und Emotionen werden. Und ich glaube, dass dieses Jahr die Spitze so zusammengerückt ist wie selten und wir ganz, ganz abhängig von Tagesform sein werden. Wer hat welche Tagesform gerade mit dabei? Weil es ist nun mal die WM und die hat die Vorteile für konstante Spieler. Sie hat eine gewisse Länge. Du musst ein Spiel länger als ein Best of Five aufrechterhalten. Du musst über 20 Minuten ein tolles Level spielen können. Das sind schon Anforderungen an Hüben wie drüben. Also von daher bin ich einfach gespannt auf große, große, viele Dramen, will ich hoffen. Dass das nicht so smoothie wird für einen Van Gerven oder einen Anderson, da sich in den letzten vier wiederzufinden. Sondern dass da ein paar packende Fights auf jeden Fall zustande kommen. Wenn hier schon Name-Dropping betrieben wird, dann würde ich auch noch Danny Baggish einfach in den Raum werfen. Finde ich sehr interessant aus den USA. Der trifft in der ersten Runde auf Andy Bolton. Jetzt gehen wir quasi schon in den Draw rein, warum auch nicht. Der ist zwar im zweiten Viertel erst zu finden, aber für mich ein Mann, der könnte dann auf Nathan Aspinall treffen, den es auch zu beachten gilt. Wenn hier schon die Namen reingeworfen werden, mache ich das einfach auch. Genau, lass uns einfach jetzt schon über den Draw reden. Da haben wir ja vier große Viertel, also 96 Spieler sind dieses Jahr wieder mit dabei. Angeführt wird das Turnier natürlich von Michael van Gerven, der Nummer 1 der Welt. Im ersten Viertel haben wir dann aber auch noch Spieler wie James Wade, Ian White und auch Max Hopp bzw. Gabriel Clemens. Ja, was sagt ihr zum ersten Viertel? Durchmarsch von van Gerven oder sind da doch ein paar Spieler dabei, wo er sagt, ja, da muss er schon aufpassen? Oh je, das ist schwierig. Also Wade ist natürlich jemand, der ihm ein Bein stellen könnte, aber Wade hat halt bei der WM noch nie funktioniert. Johnny Clayton sehe ich in der Lage, ihm möglicherweise ein Beinchen zu stellen. Bunting hat jetzt vor der WM auch stark gespielt, aber sehe ich jetzt bei der WM nicht so richtig. Gabriel Clemens ist für mich ein Kandidat fürs Achtelfinale, ist für mich jemand, den ich als ersten Deutschen ins Achtelfinale kommen sehe. Ist aber schon, also ich habe die Meinung, dass Van Gerven durch dieses Viertel durchkommt. Wenn man ihn schlägt, dann vielleicht ein bisschen früher. Also das wäre dann in dem Fall Clayton möglicherweise im Achtelfinale. Ja, der Klaassen nicht in der zweiten Runde. Könnte ja sehr brisant sein, das Duell, wenn es dazu kommt. Bitte. Es könnte sehr brisant sein, aber da muss Jelle etwas spielen, was er seit seiner Handgelenksoperation nicht mehr gespielt hat. Also sehe ich momentan nicht. Könnte natürlich passieren, weil Van Gerven erstes Spiel und so weiter. Da denken wir natürlich auch gerne mal an René Adams vor ein paar Jahren. Aber Genau. Aber das wäre eine dieser Geschichten der WM, die man sich auch wünscht mit dem Hintergrundwissen, dass Jelle Klaassen wieder in die Spur kommt und wie geht's geiler über als über denjenigen, der ihn ja quasi mit am Arbeiten fast gehindert hat, nicht wahr? Ja. Yep. Also von daher wäre das doch eines der Fairy Tales, auf die wir Bock hätten, dass Jelle Klaassen einen tollen Tagesform hat und einen richtigen Fight abliefert und Van Gerven in Runde 1 ja direkt wieder die Adams-Schweißperlen kriegt. Es ist möglich und Van Gerven hat immer wieder auch in diesem Jahr zumindest Verwundbarkeiten gezeigt. Da waren die großen Performances waren dabei, aber da waren halt auch Momente dabei, die es dann halt bestimmt auch bei dieser WM geben wird und wo du dann halt einfach als Spieler schauen musst, dass du sie dann halt nutzt. Und ich traue es halt Clayton am ehesten aus diesem Viertel zu, ansonsten vielleicht noch einem James Wade, der dann aber etwas tun müsste, was er bei der WM bislang ganz, ganz selten irgendwie getan hat, nämlich wirklich sein bestes Spiel dann abzurufen, wenn es drauf ankommt. Also für mich gewinnt Van Gerven dieses Viertel, aber ich bin nicht der Meinung, dass er Weltmeister wird, um das schon mal vorwegzunehmen. Ah, okay. Sascha, wie siehst du es? Also ich bin da bei Kevin. Ich finde auch, dass Johnny Clayton eine Gefahr sein kann, wenn ich mir das so angucke in diesem Bereich. Wade würde ich auch eher nicht sehen, hat aber nicht so viel damit zu tun, dass man sagt, ja okay, wann hat er da so richtig mal abperformt? Ich glaube, das ist keiner, der MBG Angst macht. Ja, also ist ja auch ein
immer eine Frage, wie gehst du auf die Bühne? Jetzt geht er im Normalfall auf die Bühne und haut sowieso und 80% der Gegner um. Ja? Denkt sich sowieso, ich kann gegen keinen verlieren, ich bin der Beste der Welt, das macht ihn so stark. Aber ich glaube, bei so einem Big Clayton könnte man, ansonsten sehe ich Viertel in der Draw jetzt auch keinen, der ihm ein Bunting sehe ich da nicht. Beaton und White eigentlich auch nicht. Oder bin ich jetzt falsch abgerutscht? Nee, ist noch drin, genau. Also ich würde jetzt höchstens noch mal Mark McGeaney mit ins Feld führen wollen, der sehr stabil bei BDO unterwegs war die letzten Jahre und hier auch noch in der Findungsphase ist. Und wäre vielleicht so ein kleines Lebenszeichen mal bei einer WM setzen, könnte auch eine gute zweite Training Runde werden. Ja, ja, genau. Oder nee, gegen Van Gerwen dann zweite Runde. Ne? Also, das wäre natürlich schon ein fetter Prüfstein, aber McGeaney, also den könnte man auch noch mit auf der Uhr haben. Auf jeden Fall war er schon mal im Finale der WM. Zwar bei der BDO, aber ja, trotzdem auch sein WM-Debüt, Mark McGeaney, der dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr erhofft hat, kann man, denke ich, schon sagen. Ja, auf die Deutschen kommen wir gleich nochmal genauer zu sprechen, aber da scheinen wir uns ja weitestgehend einig zu sein, was das erste Viertel angeht. Das zweite Viertel finde ich höchst spannend. Da gibt es einige große Namen. Also es geht los mit Gary Anderson, vielleicht so, ja, das Dark Horse, man weiß wirklich nicht so, wie es bei ihm aussieht, aktuell formtechnisch. Nathan Aspinall, Christoph Ratajski, Michael Smith ist dabei, Adrian Lewis, der neue Adrian Lewis und auch Dimitri Vandenberg, der bei der WM ja schon durchaus gute Leistungen gesorgt hat. Kevin, viele große Namen dabei, viele Namen auch, die gut in Form sind. Sehr, sehr spannend, was dieses Viertel angeht. Wen siehst du da vorne? Boah, das ist unfassbar schwierig. Also, wer ist denn von denen gut in Form? Böse Frage. Also ich sehe da schon einige. Also vielleicht ja, also ich würde nicht nur das letzte Turnier sehen, aber generell Espinel ein gutes Jahr gespielt, Ratajski gefährlich. Ja, Espinel gefällt mir halt in letzter Zeit irgendwie nicht, wo ich hoffe, dass der wieder sein Potenzial abrufen kann. Gary Anderson ist für mich schon auch ein Fragezeichen, ob der Rücken das komplette Turnier tatsächlich vernünftig durchhält. Ansonsten, Ratajski kann natürlich gefährlich werden, aber der ist für mich halt nach wie vor nicht derjenige, der das auf der ganz großen Bühne bislang schon so abgerufen hat, wie ich mir das für die WM erwarte. Michael Smith könnte schon, weil Dimitri einfach auch gerade ziemlich zu kämpfen hat mit seiner Form. Adrian Lewis, der neue Adrian Lewis, ist mir immer noch zu unkonstant. oh Gott, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre Smith oder Aspinall, die sich da durchsetzen, aber wenn Daniel Baggish ins Rollen kommt, könnte der natürlich Aspinall ausschalten und einen riesen Run ziehen. Michael Smith würde ich jetzt mal kurz sagen, wenn ich tippen müsste, dass der sich durchsetzt, aber dieses Viertel finde ich deutlich schwieriger zu tippen als das erste. Shorty, hey. Deine Meinung? Ja. Ja, ich bin da bei Darren Webster. Ich glaube, dass der kleine Kampfzwerg sich da endlich mal nach vorne spielt. Er hat so viele Möglichkeiten schon gehabt und er war immer wieder knapp dran und auch er hat einen Lerneffekt. Also auch er wird sich gut vorbereiten für die WM und ich finde, seine Sicht auf die Dinge, auf das Spiel, auf das Ganze ist sehr erfrischend, sehr nüchtern und wenn er seinen Run kriegt, ja, er hat einmal, glaube ich, 6-0 geführt und hat gesagt, ja, ich habe gedacht, ich gewinne 12-0, was ist das für eine Frage? Ja, und das gegen Van Gerwen halt. In diesem Selbstverständnis ist mir völlig egal, wer da steht. Wenn ich mal Lauf habe, habe ich mal Lauf. Dann hat er dieses Selbstverständnis, dann musst du mich schlagen und ich dich. Und über gegen große Namen hat sich Webster noch nie großartig Gedanken gemacht, aber seine Leistung kommt immer mal wieder. Also warum, ich bin ja, wie gesagt, wir sind bei der WM, Michael Smith, klar, ist die einfachste Lösung, toller Weg, wie immer, Dimitri, hast du völlig recht, strauchelt, aber auch Paul Lim hat uns überrascht. Warum sollte Smith nicht gegen Paul Lim verlieren wieder? Und wir haben Singapur Slinger wieder in der zweiten Runde, das sind alle so viele Für und Wenns und Abers, dann hast du auch noch einen Steve West dabei, ja, der auch eine sehr konstante Variante zeigen kann und den Gary Anderson direkt zweite Runde ausschaltet und dann sehen wir mal weiter. Ja, also es gibt da so viele Wenns und Abers, also gehe ich klar auf mein Kampfzwerg Darren, the Demolition Man Webster, rockt die Bude. Ja, meine Ansage. Sehr stark. Geil. Ich habe auch gerade gedacht, warum haben wir den so ein bisschen gerade unterschlagen? Ich glaube auch, der Typ war auch schon mal Viertelfinale, wie die alles täuscht, ne? Genau. Mhm. Ist ja jetzt auch nicht so dramatisch lange her. Ich finde den auch total unangenehm und super gefährlich. Auch Lewis würde ich ähnlich wie Kevin einschätzen. Genau.
Ja, wieder erstarkt, kann man genauso sagen. Für mich aber keine Qualität, um bei einem Turnier wie bei der WM richtig weit zu gehen. Stand jetzt. Lass mich gerne täuschen, weil es ein geiler Typ ist und ein geiler Spieler. Und natürlich auch durch die Fanbase hätte das nochmal irgendwie so eine ganz besondere neue Note wieder, wenn der zweimalige Weltmeister da wieder mal ein bisschen durchrocken könnte. Smith wird mir fast, ich weiß nicht, ob ich das nur als persönlichen Eindruck so empfinde, der wird mir fast so ein bisschen zu sehr unterm Radar gehalten. Also, weil er halt sehr unkonstant ist. Ja, absolut richtig, aber das finde ich völlig irrelevant für so ein WM-Turnier. Es wird immer nur darauf geschaut, wie hat der oder der andere übers Jahr gespielt. Natürlich sagt es ein bisschen was aus, aber es sagt ja auch was aus, dass Michael van Gerwen im Normalfall das gewinnen wird, aber er gewinnt es vielleicht auch nicht auf safe, sonst hätte er die letzten 6 Jahre das Ding gewinnen müssen, gefühlt. Ne? Und das passiert eben auch nicht immer und deshalb glaube ich, der Smith in diesem Laden Elipelli mit diesem Wissen vom letzten Jahr, wenn er, und das hat er, finde ich, den Bock hat und auch so den Fokus hat auf dieses Turnier, dann ist es so ein brutal guter Spieler, dass er auch in diesem Jahr, glaube ich, wieder ins Finale kommen kann. Von daher würde ich jetzt einfach mal klassisch Michael Smith in diesem Viertel tippen, weil ich glaube, und das vielleicht als letztes dazu, weil ich glaube, dass Gary Anderson nicht diesen nötigen Fokus hat, abseits jetzt von, sagen wir mal, körperlichen Problemen, die du für dieses große Ding brauchst. Ich glaube, da fehlen ihm so ein paar Prozent. Das habe ich so was ja auch immer mal wieder beobachtet. Er ist natürlich jemand, das wissen wir alle, der auch mit so Dingen kokettiert, auch sagt, ja, ich will hier nur spielen und ich will vor allem Spaß haben. Aber in diesen beiden Jahren, wo er gewonnen hat, finde ich, war das nochmal so eine andere Art und Weise, wie er an das Ding rangegangen ist. Danach war es dann schon so, ja, ich habe es jetzt zweimal gewonnen, mehr wollte ich eigentlich nie. Und ich glaube, dann wirst du so ein Event nicht mehr gewinnen. Ja, so relativ, relativiert alles, ne? Genau, das ist natürlich auch, das ist eine Kunst von ihm auch, ne? Das macht er absichtlich, um eben auch so nicht den Druck an sich rankommen zu lassen und so ein bisschen sich da durchzublöffen. Aber ich glaube, wenn du das zu oft machst, und das hat er für meinen Geschmack zu häufig getan, so in den letzten Jahren, dann wirst du auch nie die Leistung abrufen, als wenn du mal sagst, pass mal auf, ich bin hier, weil ich habe das schon zweimal gewonnen, jetzt gewinne ich es halt nochmal, ne? Also, ja, ganz körperliche Einstellung, du hast völlig recht, dieses nach außen hin ausstrahlen, ihr könnt mich alle mal, ich hole mir den dritten Titel, das lässt er vermissen. Das ist eher so sich in der Rolle gefallen mit, oh Mensch, wann können wir dann wieder mit dir rechnen, wann ist denn dein Rücken wieder okay, wann ist denn hier, er lässt sich da gerne noch ein bisschen bitten und zieren und relativiert dann alles, ja, habe ich mal, ich brauche nur 3 Minuten trainieren, ich trinke eine Tasse Tee, ich mache dies, das, jenes, kaufe ich ihm auch alles nicht mehr so ab, weil er es nicht mehr ausstrahlen kann. Du hast völlig recht, in seiner Glanzzeit habe ich ihn alles abgekauft und war total fasziniert, was der da an Bord gemacht hat, mit dem bisschen, was er immer wieder gesagt hat, was er eigentlich dafür tut. Ja, dieses Selbstverständnis, was er da ausgestrahlt hat, das hat er nicht mehr ganz. Also von daher denke ich, dass es schon eine schwere zweite Runde gegen Steve Westwind wird. Mhm. Oder zuvor schon gegen Dolan, möglicherweise. Dolan, ja. Also, ja, könnte natürlich auch sein, ja. Ich glaube einfach, er weiß, dass er halt struggelt im Moment. Und das ist zum ersten Mal, glaube ich, wirklich, dass er das weiß, dem fehlt Spielpraxis. Aber er weiß einfach auch, dass er das Niveau aktuell nicht hat, um Van Gerwen zum Beispiel zu schlagen. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass er auch bei dieser WM nicht so die Rolle spielt wie in den letzten Jahren. Das schließt mich auf jeden Fall an. Aber trotzdem, gespannt muss man trotzdem sein, weil wenn Anderson heiß läuft, dann könnte es natürlich trotzdem interessant werden. Ja, aber wir haben ja gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht dramatisch immer nur in Zahlen abdriften. Aber wenn du mal in Zahlen abdriftest, finde ich, dann... Zahlen. Bitte? Oh ja, Zahlen. Nein, aber dann siehst du, wenn du dich mal mit Averages beschäftigst, mit den entscheidenden Kriterien, die nochmal wichtig sind, um Spiele zu gewinnen, dann finde ich, sieht man schon, dass ihm eben ein paar Prozent zu den, sagen wir mal, absoluten Top-Favoriten fehlen. Auch wenn er natürlich, auch das ist klar, ein Spieler ist, der das Turnier gewinnen kann, wenn diese Einstellung so ist, dass er es auch gewinnen will. Genau, dann kann das übers Tagesform diese paar Prozente ausgleichen, ja. Wenn der Rücken hält. Das halten wir auf jeden Fall fest, dass zum zweiten Viertel, falls da keine weiteren Kommentare mehr angefügt werden sollen, dann gehen wir einfach ins Viertel Nummer 3, denn da haben wir den Weltmeister von 2018, der verteidigen muss. Rob Cross ist dabei, aber auch die weiteren Gesetzten, Danny Noppert, Joe Cullen, Jermaine Watimena, Peter Wright, Keegan Brown, Dave Chisholm und Jeffrey Deswaan und ein weiterer großer Name, den wir natürlich besprechen müssen. Raymond van Barneveld, seine letzte WM. Deshalb
Direkt mal die erste Frage jetzt an dich, Kevin, als ehemaliger Barney, ja, Fan, kann man glaube ich schon sagen. Ja. Was traust du Barney bei seiner letzten WM-Stand jetzt zu? Ach, das ist der Typ von der Barney Army, oder was? Jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Okay, sehr gut. Ja, aber ich bin rechtzeitig abgespuckt. Ich traue ihm alles zu. Also, ich hatte mir jetzt eben das Viertel angeguckt und gedacht, wer könnte es machen, und hatte jetzt zwei Namen auf dem Zettel. Der eine ist Rob Cross und der andere Van Barneveld. Einfach weil ich glaube, dass er es schaffen wird, bei dieser letzten WM nochmal sein Spiel da oben abzurufen, weil wir bei den Players Championship Finals schon einen Vorgeschmack bekommen haben und auch bei den World Series Finals, was er spielen kann. Ich glaube aber auch, dass es nicht zum ganz großen Wurf reichen wird und dass halt seine Auslosung es als allererstes gegen seinen jungen Spross da, gegen seinen Trainingspartner Jeffrey de Swaan, muss er vielleicht auch noch an Peter Wright oder Ähnlichem irgendwie vorbei. Also ich glaube, dass Barney weit kommen kann und dass er vielleicht auch ins Halbfinale kommen kann, aber bis hierhin und nicht weiter. Wenn ich jetzt tippen muss, wer in dem Quarter durchkommt, dann ist es für mich Rob Cross, weil der die Bürde dieses Titelverteidigen-Müssens nicht mehr auf der Schulter hat, weil er dieses Jahr zwei große Titel gewonnen hat, weil er zwar spielerisch dabei nicht immer überzeugt hat, aber weil er es geschafft hat, auf den Punkt immer wieder das abzurufen, was er abrufen musste. Und weil ich schon glaube, dass er bei dieser WM jetzt wieder da sein wird. Also Cross glaube ich schon, dass er sich durchsetzt. Ich würde mich aber tatsächlich trauen, auf ein Viertelfinale Cross van Barneveld zu gehen. Ja, interessant auf jeden Fall. Shorty, deine Meinung, wie siehst du es? Van Barneveld, was traust du ihm zu? Also ich glaube, dass Van Barneveld einfach von seinen Emotionen überwältigt sein wird. Es wird ihm die Endgültigkeit seiner Karriere offenbart und er kann das nicht so verpacken wie Taylor. Gehe ich von aus. Das wird ihn daran hindern, Großartiges zu tun. Und er wird viel zu schnell auf Jeffrey de Swaan stoßen, wenn er es dann schafft, Big Daddy zu stoppen, den gefährlichen Linkshänder. Aber ich glaube nicht, dass Barney es bis ins Viertelfinale schaffen wird. Da sehe ich dann eher den Peter Wright als Gegner oder möglichen Gegner von Rob Cross, wo ich auch noch nicht ganz felsenfest von überzeugt bin. Da sehe ich eine erste Runde mit Kim Heibrechts oder Gerd Nantjes als Gegner. Beides schwierig Und für Rob du Cross. siehst Sego Asada nicht irgendwie gefährlich für Peter Wright, weil ich finde Peter Wright halt auch ausgesprochen unkonstant in diesem Jahr. Ja, das sind sie ja alle. Deswegen haben wir ja so eine geile offene WM. Das ist ja das Schöne. Es gibt keinen Powerplayer mehr. Es ist endlich offen. Und deshalb und deswegen, klar, bist du mit Sergio Asada, der hat tolle Dinge geleistet, aber das war eine Tagesform abhängig. Und Peter Wright weiß mittlerweile, wie man ein schlechtes Spiel auch nach Hause schaukelt. Und diese WM für ihn kann ja auch vielleicht endlich mal ein Befreiungsschlag werden. Van Gerben struggelt, Rob Cross ist auch nicht so ganz auf Höhe, hat zwei große Turniere gemacht, er hat auch gut gespielt. Und du hast auch auf der anderen Seite den, na, wie heißt er, jetzt komme ich wieder nicht auf den Vogel, da, Price. seinen ewigen genau, seinen Dauerkonkurrenten da. Also die haben auch ein Mensur stellt sich hin und sagt, hört mal, schaut euch mal die Liste an, die stärksten Spieler zurzeit sind Mensur und sind Gervin Price. Also von daher ist es nicht überraschend, dass der und der mal ein großes Turnier gewinnt. Weil sie auch immer mehr an Erfahrung auf großen Bühnen gewinnen. Also du kannst eigentlich kaum noch irgendeinen abschreiben. Aber ich sehe Barney einfach als Gefangener in seinen Emotionen, weil es seine letzte WM ist, da wird er einfach gehandicapt sein. Also der wird nicht so weit kommen können, wie er es gerne will. Und ja, Nico Kurz, wieso soll er nicht James Wilson mal einen verpoolen und gegen Joe Cullen ein gutes Spiel machen? Das kann einfach noch spannend werden, was da ist. Aber der wird vielleicht nicht bis ins Viertelfinale schaffen, aber vielleicht ein geiles Erstrundenspiel abliefern. Also Viertelfinale für mich in dieser Ecke müsste dann Wright sein, aber das geht ja, glaube ich, gar nicht von der Konstellation. Doch, geht doch. Ja, in Cross. Ja, ist die Frage, mit welchen Pfeilen denn Peter Wright spielt. Wenn er die Torpedos wieder rausholt, dann kann es vielleicht gefährlich werden. Selbst wie siehst du es? Ich finde, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, da wird einem erstmal nochmal bewusst, was das für ein krasses Feld ist. Wenn du so die Namen durchgehst und so die Viertel durchgehst, ist es so brutal. Also ja, Cross. Sehe ich besser als vielleicht der ein oder andere, nicht nur wegen der zwei Titel, und ich meine, ist jetzt auch nicht irgendein Titel gewesen, also World Matchplay ist jetzt ja nun schon eine absolute Hausnummer, das Ding mal zu haben. Ich finde, dass der Druck nicht weg ist von ihm, nur weil du jetzt kein Titelverteidiger mehr bist. Du hast ja gesagt, verteidigen musst du trotzdem,
Und das wird ihm vielleicht auch nochmal so eine kleine Portion besonderen Druck einhauchen. Bei der Barney-Geschichte, da bin ich auch sehr gespannt. Würde da so schon mit Shorty gehen? Ich glaube auch, dass er diese Emotionen nicht so im Griff hat, wie ein Taylor das schafft, so abgewichst dahin zu gehen, zu sagen, okay, es ist meine letzte WM, ich gebe auch keine Interviews, ich mache nur das Allernötigste, ich bin voll fokussiert auf dieses letzte Ding. Ich habe ihn vor kurzem nochmal bei einem Show-Event ein paar Mal interviewt und das ist für mich immer noch oder weiterhin viel zu lieb, um da nochmal so richtig durchzuschlagen. Also es ist ein super Typ und es macht total Spaß, mit ihm zu quatschen, aber es ist immer wieder dasselbe. Er erzählt immer wieder die gleiche Geschichte. I want the old Barney back. Und jetzt ist der old Barney zurück. Guck mal, genau so geht das, so spielig. Aber mir fehlt immer der Glaube, ihm das selber zu glauben, weil ich nicht glaube, dass er an sich glaubt. Und deshalb wird der große Wurf, den sehe ich da auch nicht. Ich wünsche ihm aber, muss ganz ehrlich sagen, zumindest so eine dritte Runde. Das fände ich schon cool. Also ansonsten, wenn er da erste, zweite Runde gegen den Swan rausgeht, das fände ich schon für so einen Typen sehr, sehr schade. Aber vielleicht auch die Frage an die Gegner, wie gehen die Gegner mit der Situation um? Weil die wissen, es könnte Van Barnevelds letztes Spiel sein. Damit wird der Swan, glaube ich, ein Riesenproblem haben. Also, weil einfach das sein Lehrmeister ist. Glaube ich das nicht, dass der Swan das einfach so verpackt. Das könnte der Vorteil vielleicht noch sein von Barney, dass keiner so richtig will, der ihm den Dolchstoß da verpasst im Elipelli, ja. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dafür sind wir zu tief im Profisport, als dass dann irgendwann jemand, wenn er nicht die entsprechende Leistung liefert, es muss ja auch immer eng werden, um dass einer anfängt zu zittern, ne? Und wenn es auf einmal nicht eng wird, dann wird auch in Iswaran auch auf keinen Fall anfangen zu zittern und dann ist es ihm auch egal, ob er da sozusagen noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ihm was zu verdanken hat. Ja, interessant ist noch eigentlich ein Name, der jetzt gar nicht gefallen ist. Bin ein wenig überrascht. Dave Chisnall. Ah, wieso bist du denn da überrascht? Also, der wird im ersten Spiel 104 spielen. Dann werden sie wieder alle sagen, boah, großartig. Hat wahrscheinlich 14 180er geworfen. Und dann spielt er im zweiten wieder 89. Also, ich glaube nicht, er ist schon stabiler geworden dieses Jahr. Okay, das schon. Er gewinnt jetzt auch Spiele, wo der Average vielleicht nicht so hoch ist. Aber Dave Chisnall ist für mich auf keinen Fall der Spieler, dem ich zutraue, in nächster Zeit was Großes zu gewinnen und geschweige denn über dieses Viertel hier irgendwie hinauszukommen. Nun gut, wenn du es so siehst. Ich weiß nicht, wie der Rest das sieht, aber für mich ist Chizzy immer so der, wenn du zur falschen Zeit auf ihn triffst, in den frühen Runden, dann kann er dich zermalmen, aber in den späteren ist es meistens derjenige, dem dann irgendwie die Düse geht. Hat aber auch schon Taylor geschlagen. Ja, und ist dann in der nächsten Runde raus. Korrekt. Ja, Dave Chisnall, aber trotzdem gefällt er mir mit den neuen Darts, inklusive, ja, so auch so ein bisschen Chizzy Revival durch Harrows auch, gefällt er mir besser auf jeden Fall. Aber ob das dann für den großen Wurf reicht, weil der Major-Titel hat er halt immer noch nicht. Ja, wie bei Michael Smith die Frage, wann kommt es und kommt es überhaupt? Ja, dann gehen wir doch einfach ins letzte Viertel. Da sind auch noch einige, also Wahnsinn, was da für Namen sich tummeln. Es geht los mit Daryl Gurney, Glenn Durrant, Mensah Suljovic, Chris Doby, Gerben Price, John Henderson, Simon Whitlock und Mervyn King als gesetzte Spieler in diesem Viertel. Es macht es nicht wirklich einfacher als im Viertel davor. Shorty, du hast gerade schon gesagt, Mensah hat jetzt auch offensiv bei der Zone auch ein Interview gegeben und gesagt, na, also ich will jetzt auch mal da richtig gut spielen und vor dem Viertelfinale gebe ich mich überhaupt nicht zufrieden. Wie siehst du die Chancen von Mensah und generell, ist Price in diesem Viertel zu schlagen, ja oder nein? Also ein ganz klares vielleicht zu Price. Also wenn er läuft, dann nein. Also da muss auch die Tagesform wieder dann mit zusammenpassen, dass ein Mensah ihn dann auch da stoppen kann. Aber für mich sind die beiden auch in dem Viertelfinale Mensah gegen Price. Chris Doby spielt fantastische Momente. Das wird der erste fette Prüfstein für Mensah sein.
Ich sehe da nicht das Problem, dass er sich gegen Ted Evans oder Fallon Sherrock nicht durchsetzen kann. Und mit Ron Meulenkamp und Ben Robb wird auch Chris Doby umgehen können, weil er reitet gerade die Welle, die Erfolgswelle. Er merkt gerade, wie geil es sich anfühlt, tolle Spiele auch zu Ende zu bringen und auch Ergebnisse einzufahren. Also der ist genauso gierig, aber das ist eher dann Mensos Problem und das wird sich sofort in der zweiten Runde darstellen, ob er es bringt. Und dann geht er auch ins Viertelfinale und wird sich nicht von Durant überraschen lassen oder von Gurney. Also Gurney muss man da natürlich auch mit auf die Uhr haben, aber ich denke eher Mensur und Price sind für mich da im Viertelfinale. Auf den Rest habe ich einfach Bock. Also, halte ich dagegen. Ja, unbedingt. Das wäre ja kein Podcast, sondern ein Männerchor. Ja, nein, also Männerpodcast. Mensur versucht dieses Jahr was anders zu machen. Mensur hat kaum Interviews gegeben und so weiter. Ich glaube aber nicht, dass ihm das helfen wird. Ich glaube, dass der Respekt vor der WM zu groß ist und dass es da in seinem Kopf etwas ist, was schwierig ist rauszukriegen. Deshalb glaube ich, dass es entweder gegen Doby oder gegen Gurney/Durant vorbei ist. Ich rechne mit einem Viertelfinale Price gegen Glenn Durant, weil Durant immer bei den Sky-Turnieren dieses Jahr voll auf der Höhe war. Und wenn er das erste Spiel gut bestreitet, auf dieser Bühne sich dann ein bisschen wohlfühlt, dann glaube ich schon, dass er ins Viertelfinale geht. Ich sehe aber auch Price, der sich in diesem Viertel durchsetzt. Ja, ich bin bei dir, Kevin, was Mensur anbetrifft. Ich glaube auch, dass diese Blockade schon eine krasse ist. Auf der anderen Seite, er hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, dass wir auch immer darüber quatschen. Also das ist das Problem. Er kriegt es halt auch immer mit, ne? Und er weiß, dass jeder das von ihm weiß, so als großer Fehl und Tadel bei dem wichtigsten Turnier der Welt. Und es gibt bestimmt irgendwann den Punkt, den gibt es eigentlich bei fast jedem Sportler, egal wo, aber am liebsten natürlich bei der WM. Und da glaube ich, dass irgendwann auch bei ihm das mal knack macht, weil wir wissen ja alle, was der spielen kann. Und ich sehe es undeutlich, warum er das nicht auch mal bei der WM irgendwann spielt. Und ich finde, jetzt hat er genug Anläufe gehabt, hat es in verschiedenen Taktiken schon probiert. Du hast ja jetzt auch gesagt, er macht es diesmal ein bisschen anders. Ob das Finale das Richtige ist, weiß ich nicht, weil auch da finde ich immer, eigentlich offensiv rangehen hilft da mehr, als dich zu verstecken oder zu sagen, ich will mal gucken in diesem Jahr, wie es läuft. Ich glaube, es bringt alles nichts, was du nach außen kommunizierst. Du musst es halt am Hockey abliefern. Und da muss er einmal drüber springen über diese Hürde. Warum nicht in diesem Jahr? Wo es vielleicht auch nicht jeder unbedingt jetzt von ihm erwartet. Aber ich muss in diesem Viertel auch nochmal sagen, und das ist irgendwie echt ein bisschen scheiße für mich gelaufen. Ich habe nämlich bei dem Turnier als Sieger schon sehr, sehr früh, ich glaube im August oder September war es, glaube ich, auf Glenn Durant und Gervin Price getippt. Jetzt ist das mit dem Viertel echt blöd gelaufen irgendwie. Das wusste ich gar nicht. Da habe ich irgendwie falsch nachgedacht vielleicht, ich weiß nicht. Aber vielleicht ist es ja nur einer von den beiden bis zum WM-Titel, dann hätte ich ein safe Bet. Aber ich bin in diesem Viertel, ja, auch bei Glenn Durant auf jeden Fall, weil ich ihn als WM-Titelträger auf dem Zettel habe. Und von daher erhoffe ich mir von dem Kollegen Großes und bin da auch bei Kevin, auch, aber nicht nur wegen der Art und Weise, wie er in diesem Jahr gespielt hat. Ich würde es Mensur natürlich wünschen. Ne? Also ganz klar, weil er einfach auch kein gutes TV-Jahr hatte und gerade so ein bisschen dabei ist, in den Top 16 nach unten zu rutschen. Und Mensur ist auch so ein Spieler, bei dem ich mir vorstellen kann, wenn der irgendwann aus den Top 16 raus ist und den ganzen Mist wieder von vorne machen muss, dass der dann schneller als manch einer denkt, sagt, Freunde, dann halt nicht mehr. Ja, aber musst du nicht da, Kevin, vielleicht auch als Spieler drüber nachdenken, sagen, pass auf, ich hatte halt auch jetzt, sagen wir mal, zwei überragende Jahre. Ne? Also, und vielleicht sind die auch so ein bisschen zu viel, zu hoch gewesen. So für das, was ich vielleicht wirklich kontinuierlich spielen kann. Das hat er gezeigt und er hat, ich glaube, sehr, sehr viele auch überrascht. Und er hat, glaube ich, hier und da übrigens auch die PDC überrascht, ja, mit seiner Art und Weise, mit der Premier League-Teilnahme. Aber vielleicht muss er selbst da für sich so ein bisschen einfach vom Mentalen die Latte ein bisschen runterlegen. Und dann, glaube ich, denkst du auch nicht drüber nach, bist du jetzt 16, 15, 14, sondern dieses wieder zurückkommen zu Step by Step und Turnier für Turnier zu spielen. Nicht einfach, aber das musst du machen, glaube ich. Ja, definitiv ein super interessantes Viertel, wie eigentlich alle. Für mich hier auch noch erwähnenswert eigentlich, dass der Standout-Tie der ersten Runde ist für mich José de Sousa oder José de Sousa, wie die Engländer sagen,
gegen Damon Hatter. Das sind so zwei Spieler, wo ich sage, wenn, dann. Aber dann könnte auch schon Downed warten. Für den geht es ja zum Beispiel auch um eine Premier League-Teilnahme. Da sehe ich ihn persönlich aktuell doch ziemlich weit vorne, weil ich glaube auch, dass er ein hohes Standing hat bei den Kollegen der PDC und Sky. Wenn man sieht auch, wer bei solchen Events eingeladen wird, jetzt beim Presseevent, dann war es ein Espinel und ein Glenn Downed auch. Auf jeden Fall, für mich das spannendste Spiel der ersten Runde ist halt D'Souza Hatter. Hält jemand dagegen mit einem anderen Spiel, vielleicht Van der Fort Barry oder sagt ja auch D'Souza Hatter? Humphreys Peterson. Auch interessant. Sehr gut, ja. Gutes Spiel, richtig. Lerchbacher Hughes, aber ich bin befangen, ja. Ja, also insgesamt jetzt im Draw, meint ihr, oder? Ja, genau. Ja, Clemens Benito. Ja, Clemens Benito, finde ich auch gut. Ja. Also, auch gut. Den Benito, den siehst du, wenn du ihn siehst, eigentlich nur grandios. Irgendwie. Der war schon oft im Achtelfinale bei der WM. Ja. Letztes Jahr also, auch. Hartes Brett für Gaga. Sind wir damit jetzt bei den Deutschsprachigen angekommen? Ja, perfekte Überleitung. Shorty, perfekt. Kann ich da wieder nur loben. Also die Überleitung, die nehmen wir so gerne mit. Ja, lass uns reden über die Deutschsprachigen. Clemens, lass uns ruhig mit Gaga anfangen. Ich kann kurz erzählen, ich war ja im Rahmen unseres WM-Countdowns bei ihm im Practice Room, konnte ihn da besuchen und er macht für mich einfach einen super Eindruck. Also der ist so relaxed, der hat ein klasse Mindset, meiner Meinung nach, das von den deutschsprachigen Spielern beste Mindset, die Einstellung passt. Der weiß, dass er gut in Form ist, aber da geht er trotzdem eigentlich auch demütig an die Sache ran. Ich traue ihm, wie Kevin schon gesagt hat am Anfang der Sendung, tatsächlich auch im Achtelfinale zu, warum nicht? Wie seht ihr das? Also Max Hopp gegen Clemens war natürlich medial der absolute Burner. Das bricht ja alle Dämme wahrscheinlich. Wen würdet ihr da vorne sehen? Aber Van der Pass muss halt geschlagen werden, klar. Schlägt ihr ihn erstmal oder was glaubt ihr? Wie weit geht's für Hopp oder Clemens? Ja, ich fange mal kurz an. Ich glaube, dass sich Gabriel gegen Clemens durchsetzt, weil ich auch dieser Meinung bin, dass dieses Mindset einfach fantastisch ist. Das Spiel Clemens Hopp ist für beide, denke ich, eine Ausnahmesituation, weil dann, glaube ich, auch die Medien in Deutschland, egal welches, am Rad drehen werden. Also ich glaube, dass das Beste ist, was medial passieren konnte. Und ansonsten, ja, Max hat ja eine Mediensperre verhängt, wenn man das in dieser Situation sagen darf. Also zumindest habe ich das jetzt so wahrgenommen, dass das kommuniziert wird, wenn ihr mit Max sprechen wollt, dann fahrt nach London und interviewt ihn bei der WM. Und ansonsten geht vor der WM nichts, weil, wie auch immer, weil der sich gerade eben auf seine Vorbereitung konzentrieren will. Wo ich halt sage, naja, als deutsche Nummer 1 wird das Medieninteresse an deiner eigenen Person nie größer sein als vor so einer WM. Und ob du dir damit einen Gefallen tust, wenn du eine möglicherweise schon halb geplante Pressekonferenz im Vorhinein dann doch nicht machst, das weiß ich halt nicht. Also Gabriel scheint mir das bessere Mindset für ein solches Duell momentan zu haben. Keine Ahnung, wie das meine Kollegen sehen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich habe dir jetzt schon 4 oder 5 Mal recht gegeben, aber ich tue es nochmal. Nur zu. Du bist nicht sinnvolle Besetzung mit dem Sashman hier. Du. Nein, ich bin zu harmonisch. Echt wirklich. Das Harmoniemonster. Nein, ich finde, es ist auch es ist vorweihnachtliche Zeit. Du musst Liebe ausstrahlen. Das ist völlig in Ordnung. Du machst das großartig, Sascha, mach dir keine Sorgen. Mein Herz gehört dir. Weißt That's du. Love, genau. I love it. Yes. Ich finde, was den Mindset betrifft, hat Kevin das aus meiner Sicht, und ich gucke ja auch immer so als Ex-Sportler sehr so in die Köpfe rein. Das finde ich halt so mit das Spannendste. Und das ist gut analysiert. Ich glaube auch, dass Gaga, was das betrifft, mit der Erfahrung, die er mittlerweile hat, vielleicht so ein bisschen The Edge hat über Max, weil natürlich Max diesen Druck einfach dann auch verspüren wird, zu sagen, okay, 7. WM-Teilnahme, da jetzt rauszugehen in der 2. Runde gegen den Deutschen unter dieser medialen Beobachtung, da würde ich auch Gabriel als den vielleicht etwas entspannteren Spieler sehen, der in den entscheidenden Momenten sich vielleicht ein bisschen weniger scheißt und einfach fokussierter seinen Job machen kann. Behaupte ich, und ich finde, wenn ich tippen müsste, würde ich auf Clemens tippen. Aber hey, it's sports, keine Ahnung. Wissen wir alle nicht. Also es muss ja auch erstmal so kommen. Und ich glaube, so oft wie ich den Benito auch bei der WM schon gesehen habe, oh,
ich finde echt, als ich das gesehen habe, die Aussage, dachte ich, scheiße, ich sag's, wie ich denke. Gibt es nicht einen anderen, den er ziehen kann in der ersten Runde? Also ich fand es ein sehr unglückliches Los und eine schwere Aufgabe, wenn Benito sein Potenzial abruft. Shorty? Ja, da habe ich leider muss ich dasselbe Lied singen. Ich finde, der Moment gehört Gaga, schlicht und einfach. Der ist auf einer hungrigen Tour. Es fügt sich alles, es fühlt sich für ihn total gut und harmonisch an. Er hat keinen Stress, er hat keine harten Übergänge gehabt. Er hat das sehr gut, toll vorbereitet im Hintergrund. Er kann in Ruhe arbeiten. Er hat ein zweites Standbein aufgebaut. Er hat eine Beziehung, die voll auf seinen Sport und seinen jetzigen Erfolg auszubauen, ausgerichtet ist. Er ist top vorbereitet auf die WM. Ja, die Befangenheit, die muss er ja erlernen, da den Killerinstinkt zu basteln, auch gegen Freunde ja, durchzukommen. Und Max hat wirklich die Erfahrung auf seiner Seite, über all diese Jahre immer wieder unterschiedliche WMs bestritten zu haben. Und wenn er nun ganz klar sagt, ich will hier mit niemandem reden und mache mein eigenes Ding und möchte diese WM völlig unbehelligt von den Medien versuchen zu rocken, heißt auch, dass er nicht die Sicherheit an sich ausstrahlt, sondern da irgendwo wo dann noch Kämpfe ausfightet und das vielleicht auch ein Signal in Richtung Gaga ist, du, der ist nicht so entspannt wie ich, der kämpft mit anderen Dingen, vielleicht kann ich ihn knacken und ihn dadurch noch mehr Ruhe durchfährt. Also es wird ein tolles, hoffentlich grandioses Spiel. Leichte Tendenzen sind für den Moment bei mir leider auch, dass es Gaga wahrscheinlich rocken wird, aber wenn Max es macht, wird ist er genauso brandgefährlich in der nächsten Runde. Also Gewinner ist Darts Deutschland, das wird eine grandiose Partie werden, wenn sie denn zustande kommt. Ja, genau. Das ist ja das Schöne, wenn es denn zustande kommt, dass du auf jeden Fall einen dann in der nächsten Runde hast. Das ist einfach schon mal mega, weil du dann natürlich diese ganze Darts-Mania von deutscher Seite einfach ein bisschen länger am Laufen lassen kannst. Und aber ich bin auch gespannt, weil Max, der so ein paar Dinge in seinem Leben auch geändert hat, möchte ich mal sagen, wie das sich auf so ein großes WM-Turnier auswirkt, das finde ich sehr, sehr spannend zu beobachten. Ich meine, wenn einer der beiden dann durchkommt, dann weiß man natürlich, Ian White, möglicherweise dritte Runde. Sein Bühnenspiel ist dieses Jahr vielleicht besser geworden, aber fernab von totaler Kontrolle und Stabilität. Und dann würde man erstmals so deutlich wie noch nie das Achtelfinale riechen können. Ja, das lassen wir so stehen. Also, oh, das Wahnsinn. Achtelfinale. Er hat es gesagt, er hat das Magic Word gesagt. Elmar hat es auch schon wieder gesagt. Ich habe ihn noch gefragt. Ich hab ihn gefragt, genau wie Robi, haben wir einen Achtelfinalist, einen Deutschen dann bei dieser WM? Ja, wie jedes Jahr. Und ich glaube auch dieses Jahr dran. Dieses Jahr, hier habt ihr das zum ersten Mal gehört, dieses Jahr sind wir fertig. Jetzt aber wirklich. So. Yeah. Machen wir bei Hopp und Clemens einen Strich runter und machen mit dem dritten Deutschen einfach weiter dann. Das ist WM-Debütant Nico Kurz. Der trifft in der ersten Runde auf James Wilson, der zu seinem alten Spitznamen Jamie Dodger zurückgekehrt ist, nachdem der Biskuit-Teig, der liebste Biskuit, ihm nicht mehr so geschmeckt hat, um in dieser Sprache zu bleiben. Ja, was traut ihr Nico zu, dem Sieger der Super League? Shorty, du warst einen Tag vorher noch da, Super League. Nico Kurz, kennst ihn, was sagst du? Grandios, tolle Vorbereitung an sich, ist auch totaler Typ, kommt aus einer Darts-Familie, Holger Kurz und seine Mutter Sabine Lischka Kurz, grandiose E-Darts-Spieler für Deutschland, schon lange in der Spur, um unsere Fahnen zu verteidigen, weit über ein Jahrzehnt, also knapp zwei Jahrzehnte, sind sie die Entscheider in Amerika und vertreten die deutschen Farben im E-Dart und sind sehr, sehr erfolgreich, mehrfach im Weltmeistertitel gesammelt und Nico hat das von der Muttermilch auf mitbekommen. Hat ein ganz anderes Standing zu dem Sport, hat eine ganz andere Sicht auf den Sport, hat Jahre, Zehnte lang vorgelebt bekommen, dass es Karrieren gibt und macht trotzdem einen ganz normalen Job und sieht Darts noch nicht als seine Hauptbestrebung an. Also von daher, auf Nico Kurz habe ich Bock, wie auf selten jemanden, da performen zu sehen, weil grandioses Einstand da auf Schalke, die Nummer gegen Anderson zu spielen und das Ding durchzuziehen, zeigt einfach, dass er wirklich diesen grandiosen Vorteil hat, jahrzehntelang vorgelebt zu bekommen, wie es ist, ein erfolgreicher Dartsportler zu sein durch seine Familie. Das ist ein Vorteil, den kein anderer von den Jungs bis jetzt hatte. Max kann sich an kaum einem anderen orientieren, außer an Max. Alle anderen sind quasi in der Riege, in der Aufholjagd zu ihm. Also
Nico Kurz hat immer wieder in kürzesten Wegen durch Mutti und Vati und durch Bekanntschaftsgrad vorgelebt bekommen, wie man das erfolgreich bestreitet. Und da für mich in der, ja, sagen wir mal, unter der Wasseroberfläche vielleicht noch am meisten Coolness in den Händen. Also ich denke schon, dass er nicht in der Vorrunde ansatzweise da an Gefahr gerät und sich da durchsetzen wird gegen den Jamie Dodger und eine geile Partie gegen Joe Cullen abrocken wird. Also das wird wirklich Rockstars und endlich mal was fürs Auge, Männer. Endlich mal was fürs Auge! Wahnsinn! Ja, das kann ich jetzt wenig zu sagen, ob das was fürs Auge wird tatsächlich, aber Fair enough. Ich habe tatsächlich bei James Wilson ein ähnliches Gefühl gehabt wie Sascha bei dem Los von Gabriel Clemens. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, ehrlich gesagt, weil Wilson einfach eine Erfahrung mitbringt und jetzt wohl nach einem schwierigen Jahr wieder in die richtige Richtung zu gehen scheint. Also ich sehe das problematischer als Shorty, glaube aber auch, dass Kurz das packen kann und dann ist Cullen auch ein Los, wo ich sage, der ist auch alles andere als stabil, dem kann er zumindest auch Schwierigkeiten bereiten, aber es würde mich jetzt nicht wundern, wenn es in der ersten Runde schon vorbei wäre, einfach aufgrund der Solidarität, also des soliden Spiels, was James Wilson an den Tag legen wird und kann. Ja, also ich würde auch Wilson als Favorit sehen. Also das ist ganz klar. Ich glaube, wenn Nico die Runde gewinnt, ist es ein überragender Erfolg für ihn. Sehe das erstmal nicht. Würde mich total freuen, wenn es anders kommt, logischerweise. Und ich finde auch, das, was Shorty so angerissen hat, das ist ein total spannender Typ und so ein spannender Lebenslauf. Und da steckt noch so viel drin. Also ich glaube, da können wir uns in Zukunft auch auf eine echt coole Darts Personality freuen. Und auch letztes Jahr schon so bei der Super League, da habe ich mit den Eltern auch mal gequatscht und die haben so eine, wie soll ich sagen, so eine relative Lockerheit gehabt. Weißt du, es wirkte noch nicht so, für mich wirkte das nicht so, ey, pass auf, der Junge und der muss jetzt und Karriere und sondern das. Ganz genau, das meine ich. Das wirkte alles relativ entspannt, vielleicht einfach auch mit dem Wissen, dass sie ihren eigenen Weg ja gegangen sind und wissen, wie diese Wege zu gehen sind und wo da auch ein paar Knackstellen sind auf dem Weg zum Darts-Profi. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was so hintenrum diesem Jungen auf lange Sicht total helfen wird. Und von daher wird das noch nicht seine WM, glaube ich, aber vielleicht schon in den nächsten ein, zwei Jahren. Ja, Nico Kurz plant wohl auch weiterhin noch nicht Profi zu werden. So wie jetzt auch in diversen Zeitungen bzw. auch anderen Leuten gesagt hat, das wäre vielleicht mal ein Thema in 4, 5 Jahren, aber man weiß ja nicht. Die WM kann natürlich auch alles verändern. Ja. Auch vom Mentalen her, wenn er sagt, okay, ich habe jetzt Bock, ich habe mal einmal geschnüffelt, jetzt will ich wirklich loslegen. Q-School wird er ja wahrscheinlich spielen. Deswegen, ja, auf jeden Fall gespannt, wie das Debüt. Das ist ja auch, Marvin, das ist ja auch gar nicht so unclever. Also wenn du das so ein bisschen vorne wegstellst, dass dich auch keiner die ganze Zeit anquatscht, so wann, wie geht's jetzt weiter und wie willst du davon überhaupt leben und weiß ich nicht, sondern du nimmst dir selber so ein bisschen vielleicht auch durch die Aussage den Druck weg, hast aber im Hinterkopf, pass mal auf, wenn es bei der WM richtig gut läuft, wenn ich da so merke, ich starte da vielleicht durch, vielleicht gewinne ich auf einmal 2 Runden und auf einmal springen, keine Ahnung, 3, 4 Sponsoren noch auf, dann kann sich so eine Denke ja auch schnell mal ändern. Vielleicht hat er das ja auch im Hinterkopf und macht es eigentlich vielleicht einfach nur taktisch clever. Ja, absolut. Das Umfeld, wie Jordi schon gesagt hat, ist einfach auch dart-affin und da weiß man einfach, wie man umgeht. Gaga. Ja. Oder? Ja. Da hieß es auch vor so gar nicht so langer Zeit, nee, überhaupt nicht und mache ich nicht und hab da noch meinen Job und, ne, und. Also. Im Saarland sowieso jetzt aktuell ein großer Mann mittlerweile. Also kann ich bestätigen, ich wohne ja in Saarbrücken, Gaga ist hier. Mein Beileid. Noch, ich ziehe bald wieder um. Nein, aber. Oh Gott, jetzt hab ich's mir verscherzt, war nur ein blöder Witz eigentlich. Okay. Du kommst doch am Anfang Januar hier hin, also ich würde da mal. Ja. Ach, ist aber, das da in der Gegend? Siehst du, ja. Ich habe noch gar nicht geguckt, wo ich da hin muss. Ja, das Saarland, da wollte ich schon immer mal hin, ist überragend. Seht ihr, da, wie er zu seinem Spitznamen kam, Seshman in Gefahr. Ja, da, wo mein geschätzter Tenniskollege von früher, Patrick Kühn, herkommt, da wollte ich unbedingt mal hin. Ja, Saarland, ja, genau. Ich freue mich. Wusste ich doch, deswegen habe ich das erwähnt.
er ist unfassbar interessant geworden. Also ich habe jetzt auch Gespräche geführt mit SR1, dem führenden Radiosender im Saarland, die halt sagen, das ist vor allem jetzt, wo er Profi geworden ist, noch interessanter und auch jetzt die mögliche zweite Runde gegen den Maximizer und jetzt darf ich für die halt auch was machen. Und das ist natürlich auch für mich schön, aber zeigt halt dann auch, dass die das sehr wohl alles auf dem Schirm haben und da die wollen vorab was haben, die wollen hinterher was haben, also schon schön für beide Seiten. Osafarm, sage ich da nur, großer Sponsor. Auch Dartskala bald im Saarbrücken. Also wer dahin möchte, zu der Osafarm, Saar Dartskala, bitte. Und dann gehen wir noch zu den anderen 10 Galen. Und dann ist ein anderes Thema. Die Deutschen haben wir durch. Mensor hatten wir auch schon mal kurz angerissen. Da bleiben dann noch Soran Lerchbacher und Robbie John Rodriguez. Die Gegner sind Jamie Hughes und Noel Malikdem. Kevin als Österreich-Spezialist. Wer von den beiden kommt denn weiter? Beide. Ja. Jamie Hughes ist der Favorit gegen Soran. Aber der muss mir erstmal auf der Bühne zeigen, auf der WM-Bühne, dass er da ankommen kann. Soran macht das jetzt schon das vierte Mal. Hughes zum allerersten Mal. Hughes ist auch ein Spieler, der spielt hier im einen Spiel 105 und im nächsten 84. Also darauf kommt es natürlich auch an. Ich glaube, dass Soran ihn niederringt. Und ich glaube auch, dass sich Roby gegen Noel Malikdem durchsetzt. Weitere Prognosen wage ich dann einfach nicht. Also Roby wäre dann zweite Runde gegen Peter Wright, glaube ich nicht, dass er sich durchsetzt. Aber wenn er die erste Runde einmal überstanden hat und in seinen Flow kommt, kann auch das funktionieren. Wright mit seiner Formkurve, wo wir auch noch nicht so genau wissen, wo. Aber bei den beiden, die sind formtechnisch halt auch dieses Jahr so unterwegs gewesen, sowohl Roby als auch Soran und Soran mehr als Roby, dass ich sage, gewinnt erstmal irgendwie dieses erste Spiel und dann schauen wir weiter. Wer hält dagegen? Ich nicht. Keiner. Gut, dann lassen wir es so stehen. Warum auch nicht? Würde uns ja auf jeden Fall freuen, wenn wir einige deutschsprachige Spieler in der zweiten Runde, vielleicht ja auch in der dritten und im Achtelfinale haben. Wir werden es beobachten. Bleiben noch die beiden Damen im Feld. Da wollte ich auch noch kurz drüber reden. Fallon Sherbrooke und Mikuru Suzuki spielen gegen Ted Evans. Fallon Sherbrooke und Suzuki spielen gegen James Richardson. Sascha, du kennst dich mit Frauen ja sehr gut aus, bekanntlich. Also den Übergang habe ich jetzt nicht verstanden. Erzähl den mal. Du hast doch einige zu Hause, wenn du mir erzählt hast. Ja, das ist richtig. Aber keine davon spielt Darts, weil du es genau wissen willst. Noch nicht. Ja, das ist der internationale Nachwuchs. Also wir arbeiten hier auch knallhart auf die WM hin. WM 20, so 36, ja, ist mein Ziel. Gut. Aber wen siehst du denn von den beiden vorne, die jetzt da mitspielen, aktiv schon? Soll ich dir ehrlich sagen, wie ich es denke? Bitte. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Nee, ich weiß also es nicht. Ich gebe offen zu, ich finde das eine interessante, nette Note. Da bin ich wirklich ehrlich mit diesen Damen. Und ich hoffe, dass es auch dieses Jahr da weniger Diskussionen drum gibt, weil es irgendwie nicht notwendig ist, da groß drüber zu diskutieren. Es ist halt so und das spielen Ladies und gut ist. Aber die einzuschätzen, fällt mir zu schwer dafür. Fehlt mir da echt der Überblick, das gebe ich zu. Schotti, traust du einem der beiden zu, ein Spiel zu gewinnen? Also generell, wenn sie die Spiele kürzer gestalten würden und in ihrem Turnus spielen würden, Best of Five, weiter geht's. Diese BDO-Turnus, die sie beherrschen, haben sie schon gezeigt, dass sie mit Lisa Ashton tolle 3-0-3-1-Ergebnisse da, aber dann kommt eben die Länge dieses Turniers auf dich zurück. Also ich glaube, dass sich am Ende über die Länge dieses Spielformats einfach der Mann durchsetzt. Das ist eben das, was bis jetzt immer passiert ist. Ich möchte mich gerne überraschen lassen. Sie sind beides großartige Spielerinnen, gar keine Frage. Ja, auch Mikuru Suzuki mit ihrem Finale dann, was sie da gezeigt hat, was sie performen können und mit welcher Selbstverständlichkeit und Lockerheit die das auch angehen können. Aber auch wie verbissen, sie kämpfen, wenn sie nicht ihr Topspiel erreichen gegen die Jungs und merken, dass die Herren dann aufdrehen, sich anfangen zu wehren, kontern, Sätze oder Lecks klauen. Und sieht man die Anstrengung da drin, dass sie es schon als Serious Business nehmen. Also nicht einfach mal ein kleiner Trip und ich spiele ein bisschen, sondern sie sind engagiert, sie wollen sich zeigen, sie wollen in die zweite Runde. Und
und das ist schon aller Ehren wert bei diesem super, super schweren Feld, sich überhaupt dazu qualifizieren. Also ich lasse mich einfach überraschen über ein fantastisches, unterhaltsames Erstrundenspiel von jeweils den beiden Damen und guck mir das an, wie das so funktioniert. Aber ein Sieg weiß ich nicht. Also wäre mir auch jetzt zu heiß, halt zu sagen, klar, beide gewinnen oder beide verlieren. Ich guck's mir einfach an. Wobei es ja, finde ich, schon mal ganz cool wäre, wenn das auch mal passiert, ne? Ja, das auf jeden Fall, ja. Du auch in einen anderen Diskussionsflow kommst und diese Thematik, eine Frau bei der WM, dann auch so von dieser, ja, vom Leistungsniveau und von dem, was du als Messlatte da anlegst, eben ganz anders drüber diskutiert werden könnte, als wenn dann wieder, ja, das dann am Ende doch ein klare Ergebnisse sind bei beiden. Genau. Ich gehe schon davon aus, dass Mikuru Suzuki eine halbwegs vernünftige Auslosung erwischt hat. Also James Richardson, den kennen wir alle von 2011, wo er Van Barneveld rausgehauen hat, aber das ist jetzt nicht der Spieler, der sich bei der PDC vorne festgesetzt hat, der sich jetzt irgendwie erstmal über die Rangliste, über die Pro Tour für die WM qualifiziert hat, aber ich rechne ihr da schon Chancen ein. Sharrock jetzt nicht unbedingt, einfach weil ich Ted Evitts sehr, sehr stabil einschätze, aber ich wollte, dass einer von uns tatsächlich nochmal irgendwie ein bisschen sagt, wem er denn jetzt tatsächlich das Weiterkommen zutraut, und da schätze ich Suzuki auslosungstechnisch auf der besseren Seite irgendwie ein, und Richardson ist jetzt schon jemand, den sie umstoßen könnte. Nun gut, dann werden wir mal sehen, was die Frauen dieses Jahr da leisten. Lisa Ashton hat letztes Jahr zumindest einen Satz sehr, sehr stark gespielt. Mal sehen, ob Suzuki oder Sherbrooke daran anknüpfen können. So, jetzt aber Butter bei die Fische. Wer gewinnt denn die WM? Ich lege gerne vor. Und ich sage dieses Jahr Finale Gavin Price van Gerven, und Price holt sich den Titel. So, als Vorlage für euch. Sascha, ich weiß, du hast dein Erspartes oftmals bei den Bookies in London gelassen. Wer macht's denn? Ja, ich bleibe da wirklich, also klar, erstmal gehe ich davon aus, dass Van Gerven die WM gewinnt. So, das ist für mich erstmal Fakt, das steht ganz oben. Das wird sich auch nicht ändern mit Start des Turniers, selbst wenn es zufällig übrigens wackelig reingehen sollte. Ja, ich glaube, ansonsten ist für mich Price der Nächste und danach, wie ich gesagt habe und wie ich auch getippt habe, Glenn Durant. Also deshalb werde ich halt wahrscheinlich und mache danach auch nichts mehr steinreich bei Tipico und dann bin ich durch. Tipico, guter Sponsor, nicht für den Podcast. Ja, ja, dann hättest du doch eigentlich auf Helen Sherrock oder so wetten müssen, damit du endlich damit durch bist. Dann wäre die Quote doch auch gut gewesen. Na, aber du musst bei Podcasts immer auch mal ab und zu so ein bisschen Company-Dropping machen. Nicht nur Name-Dropping, was den Sport betrifft, so Company-Dropping. Ah. Damit du mal sagen kannst, falls ihr übrigens Lust habt, bei uns mal als Sponsor einzusteigen, dann, ne, so. Ja. Verstehst du? Ja. Mhm. Ich lerne. Hat man mir mal erklärt. Ja. Ich bleibe beim Gesetz der Serie, dass Van Gerven seinen Titel nicht verteidigt, und glaube an Gervin Price. Aber was spricht für dich gegen Van Gerven? Price. Okay. Und die Tatsache, dass er einfach immer wieder auch, also ich glaube nicht, dass der Set-Modus jetzt Van Gervens Modus ist. Das ist ja, da so meine Einschätzung. Ja, der ist besser im einfachen Lecks einsammeln und durchrennen als im Set-Modus. Hast du völlig recht. Ja, das ist ja richtig. Das wissen wir ja auch alle. Das ist ja etwas, was ihm auch immer wieder vorgekaut wird und was vielleicht für ihn so das einzige mentale Problemchen ist, weil immer wieder erzählt wird, der ist schon gut, aber im Set-Modus fehlen ihm vielleicht ein paar Prozent. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Also ich hoffe und ich glaube an das Finale Van Gerven gegen Price, und dann wäre es für mich das Optimum bei diesem Turnier. Also mehr könnte, glaube ich, gar nicht gehen. Außer in Deutschland im Finale. Ja, da bin ich dann wieder auch bei dir. Ja, absolut. Das wäre natürlich die absolute Krönung. Ja, also da bin ich natürlich auch wieder anders als die alle anderen. Also ich sehe dann meinen Gefühlsspieler Michael Smith da im Finale dieses Jahr, und der wird gegen Price kämpfen müssen. Weil Price kann man nicht an vorbeigehen. Der hat einfach einen Monster-Eindruck bei mir hinterlassen in 2019. Toll, gegen was für Dinge der auch emotional da kämpfen müsste, mit der höchsten Bestrafungsgeldzahlerei, was immer irgendwie wie ein Damoklesschwert da schwebt, gegen Dinge, die er völlig anders sieht und sich da nicht durchsetzt.
beeinflussen kann durch Kameradinger und falsche Einstellungen und weiß ich nicht was. Ich glaube nicht, dass er da wirklich diese Sache so abgefeiert hat. Und natürlich sind wir alles kleine Zecken. Also hat Gary Anderson das auch genutzt, so ein bisschen Salz in die Wunde rein, weil Enttäuschung war da, hab das Spiel verloren, bla bla bla. Am Ende ist die Suppe alles gar nicht so heiß, wie sie immer gekocht wird. Und das hat mich eigentlich am meisten informiert, dass Price wirklich immer stabiler und stabiler und hungriger wird. Also Finale traue ich ihm zu. Und Michael Smith, wird einfach mal Zeit. Ja, das Finale dann am 1. Januar 2020. Persönliche Empfehlung wäre von mir noch ein 10er auf Xiao Shen Song setzen bei Tipico. Und dann wäre man wahrscheinlich auch reich. Ja, das soll es eigentlich zum Sportlichen schon gesehen sein. Noch ein paar kleine Hinweise zum Schluss, denn Shortleg wird es während der WM jeden Tag geben. Wir werden jeden Tag eine kurze, knackige Folge aufnehmen. 10 bis 15 Minuten mit wechselnden Gästen. Denn Kevin ist ja vor Weihnachten vor Ort und Shorty nach Weihnachten für daten.de. Wir werden wieder aus dem Erlipelli berichten, mit Interviews, Berichten, Bildern, Hintergrundgeschichten. Ja, Buntes ist alles immer dabei bei uns, wie in den letzten Jahren. Ich ziehe mich aber nicht aus für die Kamera. Es gibt Dinge, die müssen wir gönnen können, Kevin. Und das gönne ich uns. Also, aber vielleicht ein Dress von den Dance Girls. Wie du wissen, ja. Ja. Fand ich super. Was? Also, wer? Ich? Ich doch nicht. Ich hab das nicht gemacht, das war ein anderer. Ach, das war der Praktikant. Das war meine gespaltene Persönlichkeit, das war ich nicht. Annehmt. Hat die einen Namen? Später dann. Okay, also wenn jetzt keiner von euch noch irgendwas hinzufügen möchte, vielleicht Sascha noch ein bisschen Eigenwerbung, willst du noch irgendwas bewerben, wenn du schon mal hier bist? Nee, will ich gar nicht, weil ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst wahrscheinlich über einen Podcast reden, oder? Ja, vielleicht. Ja, na genau, das ist, auch ich hatte natürlich die Idee und das ist vielleicht sogar noch umzusetzen, aber jetzt, wo wir reden, wird es den vermutlich nicht geben, aber das schließt ja nicht aus, dass ich mich dann umso mehr auch einfach so als Couch-Potato bei der WM dieses Jahr so richtig rumlümmeln kann und vermutlich so viel Darts sehe wie noch nie, weil man muss ja mal sagen, wenn du da vor Ort arbeitest, das weißt du ja, du weißt es auch, du bist ja auch da gewesen, du flitzt ja auch dann immer von A nach B und so mal entspannt eine Partie gucken, geht auch manchmal, fällt hinten drüber, ne? Weil du irgendwie dann schon wieder, keine Ahnung, irgendwie mit einem anderen was oder mit dem Kollegen Moritz, mit dem ich mal da was drehen muss und von daher könnte es für mich vielleicht eine total relaxte WM werden und ich kann das aufsaugen von A bis Z. Oder du kommst hier nochmal zwischendurch als Gast rein und... Sehr gut, Kay, da soll ich auch gerade sagen, wenn du lange Weile hast. Und redest nochmal ganz kurz. Ne? Aber du hast ja schon am Anfang gesagt, was ich nicht so ganz verstanden habe, dass das Budget nochmal aufgestockt wurde. Ja. Und ich heute auch als Gast dabei sein durfte. Aber natürlich, je weiter das Turnier geht, desto teurer wird es natürlich auch. Das weißt du auch. Ne? Also, ja, das. Ja. Wir zahlen dann aber auch nur in Schweizer Franken. Ja. Ich auch nicht. Also. Und den neuen Data, wenn du zwei wirfst, kriegst du 100.000 Pfund übrigens. Also ich habe bei Sascha gelernt, das ist eine reine Literfrage, Männer. Ihr müsst da nicht immer mit Geld kommen. Das ist eine reine Literfrage. Das ist jetzt natürlich, wir sind überhaupt keine Vorurteile, gerade was Dartsport und all das betrifft. Überhaupt nicht. Nein. Ja, wisst ihr was? Ich mache den Laden zu für heute. Wir haben jetzt über eine Stunde geredet tatsächlich. Und mir bleibt noch zu sagen, ja, jeden Tag, wie gesagt, Shortleg auf daten.de. Wir werden immer meistens abends aufnehmen und dann direkt raushauen in den Podcast. Den es zu hören gibt auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor und so weiter. Ihr werdet es alle wissen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die PDC-WM. Lest die Berichte bei daten.de, schaut bei eurem Stream des Vertrauens und bis dahin alles Gute. Ciao. Wiederhören. Tschüssi.